Darsteller aus dem Ludwig-Musical Der König kehrt zurück zeigten an diesem Abend, was in ihnen steckt. Jeder hatte mit seinem Lieblingssong zu dem Benefizkonzert beigetragen. Neben Chansons, Popsongs und Klassik waren auch Musical-Highlights dabei, wie hier der Song Amadeus aus dem Musical Falco, gesungen von Alexander Kerbst. Nur die Lieder aus Ludwig II waren an diesem Abend bewusst nicht dabei. Heute nicht. Das ist eben sehr persönlich. Jeder hat sich etwas ausgesucht, was ihm wirklich sehr am Herzen liegt. Dass die Leute auch sehen, was wir Facetten haben, dass wir auch andere Sachen singen. Mhm. Christa Wettstein wurde zum Beispiel zu Edith Piaf und gab den Chanson L'Accordioniste zum Besten. Norbert Lammler übersetzte für das Benefizkonzert den Sinatra-Song Softly As I Leave You ins Deutsche. Leise, denn mein Herz bleibt stehen, wenn du erwachst und siehst mich gehen. Sein Musical-Kollege William Cohn zeigte, dass in ihm durchaus ein Opernsänger steckt. Er schmetterte eine Arie von Verdi. Zwischendrin gab es dann immer wieder auch Musical-Ohrwürmer zu hören. So verlegte Stephanie Kock die Alpspitzhalle für kurze Zeit nach Afrika mit dem Hit »Er lebt in dir« aus dem König der Löwen. Facettenreichtum ging es an diesem Abend aber vor allem um eines: Spenden zu sammeln für die Kartei der Not. Das kam zustande, weil ich auf der Suche war nach einem Waisenhaus oder einem Grund oder jemandem, dem man etwas Gutes tun kann. Und da habe ich eben von der Kartei der Not gehört und fand das richtig toll und habe dann mit meinen Kollegen gesprochen und die waren alle sofort dabei. So auch Susan Zeichner. Sie hatte sich für den Chanson Send in the Clowns entschieden. Bei dem Konzert in der Alpspitzhalle kamen fast 1.500 Euro an Spenden zusammen, die vollständig an die Kartei der Not gehen. Die Kartei der Not ist das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung und der Augsburger Allgemeinen, wurde 1965 gegründet. Und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen, diese zu unterstützen und ihnen Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren, Hilfe bei der Findung von Wohnungen, von Arbeit, was auch immer dort anliegt. Und pro Jahr werden ungefähr 2000 bis zu 2800 Fälle bearbeitet, die von der Kartei der Not in dem Falle auch unterstützt werden. Und für den guten Zweck verzichteten die Musical-Stars gerne auf ihre Gage.